Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Lego Männchen Mädchen. Summer Edition. Heute gibt es die fünfte und letzte Folge meiner Summer Edition. Das Wetter war ja die meiste Zeit leider ziemlich bescheiden, deswegen hoffe ich, dass meine Videos euch ein bisschen Sommer, Sonne, Strand und Urlaubsfeeling nach Hause gebracht haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt im Urlaub wart oder ob ihr dieses Jahr zu Hause verbracht habt. Wir bauen heute wieder ein LEGO Creator 3 in 1, die Nummer 31118, das Surfer Strandhaus. Ganz schön viel los auf der Verpackung. Ich zeige euch mal, was wir alles bauen können. Also hier haben wir das große aufklappbare Strandhaus. Hier ein Leuchtturm mit Boot und hier ein Poolhaus. Und hier innen drin, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, ist so ein kleiner Pool. Da das Set ziemlich groß ist und ich nicht will, dass das Video so endlos lang dauert, weiß ich nicht genau, wie viele Varianten ich euch dieses Mal zeige. Alles, was ich euch heute nicht zeige, seht ihr dann aber irgendwann auf Instagram. Ich habe nämlich auch schon mal dieses Set hier gebaut. Das ist das LEGO Creator 3 in 1 Aquarium und das ist nicht ganz so groß, deswegen habe ich euch da alle drei Varianten gezeigt. Video verlinke ich mal hier. Dann würde ich sagen, wir schauen mal zusammen rein. So, wir haben wieder so Falzlaschen zum Reindrücken. Große Tüte, zwei kleine und noch eine große und, alles stützt hier schon ab, drei verschiedene Anleitungen. Das ist der Leuchtturm. Hinten gibt es auch so eine kleine Kataloganzeige, was es alles als 3-in-1-Sets gibt. Ich mag die ja sehr gerne. Hier haben wir das Poolhaus. Und hier haben wir das Surfer Beach House am Strand. Ich glaube, wir fangen mal mit dem an. Viel Spaß bei dem Video. Thank you.
jetzt fertig gebaut und die Details zeige ich euch in der Nahaufnahme. Jetzt seht ihr das Surfer-Strandhaus mal in zusammengeklapptem Zustand. Ich hoffe, ich kann euch alle Details zeigen, aber es gibt so viele. Ich guck mal, dass ich keins vergesse. Das Set kommt zusammen mit zwei Minifiguren. Einem bärtigen Surferboy und einer Frau oder einem Mädchen. Das ist so süß, die hat einfach eine Hose an, die nur halb so groß ist oder halb so lang. In dieser Variante gibt es einen Delfin und zwei Wasserschildkröten, eine große und eine kleine. Das Haus hat fast an allen Seiten diese durchsichtigen Plexiglasscheiben, sodass man auch im zusammengeklappten Zustand einen super Blick auf das Innenleben hat. Die Fensterläden lassen sich auf- und zuklappen. Wunderschön ist auch hier das Palisadenholz, dargestellt durch diese abgerundeten Steine oder diese eingekerbten Steine hier oben. Die Treppe besteht aus einem Stück und man kommt hier in den ersten Stock. Das Haus ist zweistöckig und jetzt gucken wir mal ein bisschen die Feinheiten. Wir haben hier eine Lampe, die Eingangstür lässt sich auch öffnen, eine Außenregendusche mit Handtuchhalterung, eine Palme, unten einen kleinen Krebs. Oben auf dem Balkon habe ich mich mal platziert, um die ganze Szene zu überwachen. Hier gibt es einen kleinen Chefsessel und die obligatorische Pizzaschachtel. Einen Schwimmreifen und eine Rettungsboje. Oben auf dem Haus ist ein bewegliches Schild mit dem Schriftzug Surf aus kleinen Lego-Dotz-Steinen. Hier haben wir ein Surfbrett an der Hauswand. Dann würde ich sagen, wir klappen das Ganze mal auf. Und fangen mal hier an. Hier ist der Eingangsraum mit einem Tresen und einer kleinen Kasse obendrauf. Oben auf dem Balkon gibt es noch ein bisschen Blumendekoration. Auch diese Tür lässt sich öffnen. Die führt jetzt natürlich ins Nichts, aber wenn das Ganze zugeklappt ist, sieht das so aus. Dann geht es weiter im Erdgeschoss. Hier ist der Raum, in dem sich das Taucherequipment befindet. Es gibt eine Schwimmweste, zwei Flossen, oben auf dem Schränkchen einen Taucherhelm mit Taucherbrille und Schnorchel. Und hier sind die Sauerstoffflaschen. Hinten auf dem Schränkchen gibt es noch weitere Rettungsbojen. Und im ersten Stock finden wir so eine kleine Pritsche. Vielleicht eine Rettungspritsche, falls mal was passiert im Meer. Ein Waschbecken und einen Schrank. Ich liebe die Lego Creator 3 in 1 Sets, vor allem wenn sie so schön bunt sind. Damit das Video jetzt nicht so super lang wird, baue ich die anderen beiden Varianten nicht im Speedbild, aber blende euch jetzt ein paar Detailaufnahmen ein.
das war's jetzt mit meiner Lego Summer Edition. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welches der 5 Videos euer Favorit war. Also meins war definitiv das Piratenvideo. Das macht einfach immer noch Spaß, sich zu verkleiden. Nächste Woche schaltet unbedingt ein, da kommt das 500 Abonnenten Special. Deswegen würde ich euch empfehlen, hier meinen Kanal zu abonnieren. Und hier kommt ihr zu einem meiner früheren Videos. Ich tauche jetzt erstmal ab. Tschüss, euer Lego-Männchen-Mädchen.